Personaldebatte. Nun zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit der GroKo bei den Sozialdemokraten, die in einer Mitgliederabstimmung gipfeln wird. Heute starten die Jusos ihre erneute Kampagne gegen die GroKo und für die Erneuerung der Partei. 8 Frauen in einer Runde. Die Leipziger Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Offen abstimmen wollen sie vor der Kamera nicht, wer für die GroKo stimmen wird und wer nicht. Doch im Gespräch wird klar, 5 von 8 sind hier dagegen. Nur GroKo, ist doch klar. Also ich lese das nochmal durch, aber ich denke schon, ich bleibe bei meiner Meinung, so wie das jetzt gelaufen ist. Also ich bin der Meinung, dass Einzelheiten des Koalitionsvertrags sehr sinnvoll sind, aber im Großen und Ganzen ist es ein Weiter-so und das können wir, glaube ich, in der aktuellen Situation gerade nicht gebrauchen. Zu wenig durchgesetzt, nur um Posten geschachert. Die Befürworter entgegnen, man solle es genau lesen und es auch mal positiv sehen. Ich denke, dass man einfach viele positivere, auch sozialere Themen mit einbringen kann, die sonst nur mit der CDU oder CDU und FDP völlig untergehen würden. Ich finde, es sind viele Dinge, die wir im Wahlprogramm gefordert haben, haben Einfluss gefunden. Natürlich ist es nicht 100%, das kann es auch nicht sein. Koalition ist immer auch Kompromiss. Einige Straßen weiter treffen sich europainteressierte SPD-Mitglieder. Hier wird offen für uns abgestimmt. Wer ist für den Koalitionsvertrag? Und wer dagegen? Klare Sache. Ich glaube, dass wenn man das vergleicht, wie die Politik da angesetzt ist, im Vergleich zu der Schmidt-Regierung, der Brandt-Regierung, dass die SPD vergessen hat, was wirklich sozialdemokratische Politik ist an der Parteispitze. Der einzige GroKo-Befürworter am Tisch, Sascha Kolitek, bleibt optimistisch. Politik ist eben Überzeugungsarbeit. Und damit geht es jetzt parteiintern so richtig los.